Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Arminia Bielefeld Karrieremodus. Wir sind angekommen am 10. Spieltag der Bundesliga 2016-2017, sind nach unserem Aufstieg sehr, sehr gut gestartet und wollen heute genauso weitermachen gegen den SV Werder Bremen und im zweiten Spiel dieser Episode gegen einen bisher noch unbekannten Gegner, den ich gerade gar nicht im Kopf habe, aber das soll auch gar nicht wirklich stören. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dieser Karrieremodus bedarf eurer Unterstützung und wenn es euch gefällt, verdient dieses Video auch den Daumen nach oben. Für euch noch einen Klick gerade für diese Serie. Eine großartige Unterstützung für mich natürlich auch. Und ich würde mich dementsprechend auch darüber freuen. Haben wir wieder Scout-Berichte hier aus der Eredivisie bzw. aus den Niederlanden. Die sind aber nicht so sonderlich interessant, außer Boya Majoral, den wir ja mal noch bekommen können, weil der ja ausgeliehen ist von Real Madrid an Nijmegen und oder Nijmegen, wie auch immer die heißen. Und dementsprechend können wir den nicht holen. Aber im Sturm sind wir sowieso sehr, sehr gut besetzt bisher. Und von daher müssen wir uns da gar keine Sorgen machen. Warten hier mal, dass unser Scout so ein bisschen was liefert, was uns auch in der Jugend weiterbringen kann. Und gucken ansonsten nochmal so rum, was könnte man denn holen. Richtig, einen Torwart. Wir haben momentan nämlich nur einen bei uns im Kader, das ist Wolfgang Hesel. Aber freie Spieler ist auch so ein bisschen schwierig, denn, die sind vom Rating nicht so gut, beziehungsweise einfach auch schon relativ alt. Und von daher ziemlich uninteressant für uns. Sheriff Ekrami wäre noch einer, der relativ interessant ist, weil er groß ist und relativ routiniert und kein schlechtes Rating hat. Allerdings wollen die dann auch immer überproportional viel Gehalt. Normalerweise müssten die viel weniger verlangen, tun sie aber einfach nicht. Sie wollen trotzdem relativ viel und deswegen, ziehen wir da so ein bisschen zurück, denn ganz ehrlich, bevor wir so einen Keeper holen, warten wir lieber, dass irgendwas aus der Jugend nachkommt und dass wir dann irgendwie uns in dieser Hinsicht verstärken können. Ich denke mal, das ist in jeder Hinsicht verständlich und dementsprechend gehen wir jetzt rein in die Partie, gegen den SV Werder Bremen, sehen uns danach wieder. Ich wünsche mir 3 Punkte, euch viel Spaß und bis gleich. Die Arminia empfing den SVW in der Schüko-Arena, die Norddeutschen zu Gast bei der Arminia, der Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Momentan läuft's richtig gut bei den Männern, heute wieder in blau gekleidet und ihrem Trainer MGT. Keiner hätte erwartet, dass sie mit so vielen Siegen in die Saison starten. Natürlich der eigentliche Start sehr schlecht verlaufen mit 2 Niederlagen gegen Köln und Dortmund, aber dann deutlich gesteigert und mittlerweile oben in der Tabelle angesiedelt. Wir gucken uns die Aufstellung an. Heselmar, so, Jedwai Hogan zusammen mit Angelino Christensen, Schöpf, Finne, Gold und natürlich Melvin Lorenzen und Kelechi hier. Nacho, das momentan das Erfolgsrezept von Trainer MGT. Linksbart Finne, gelernter Stürmer, kann aber auch auf außen. Rechts Alessandro Schöpf, der neue Spielmacher-Goal von Nürnberg. Und vorne die beiden schnellen Stürmer mit dem super Spielmacher. Wiedwald Selassie zusammen mit Galvez, Caldirola und Garcia in der Defensive. Kroos davon mit Barkfrede, Junusovic, Maximilian Eggestein, Anthony Uja und dem US-Amerikaner Aaron Johansson. Das ist das Team mit der schlechtesten Abwehr der Liga. 17 Gegentore bisher bei dem Bremer. Nur Fortuna Düsseldorf ist genauso schlecht. Bei dem Bremer natürlich umso bitterer bisher. Zeigt Felix Wiedwald nicht von seiner allerbesten Seite. Allerdings sollte das heute anders werden. Mal sehen, wie man gegen diese Klasse-Offensive der Arminia bestehen konnte. Zunächst einmal ging es für Bremen aber selber in die Offensive. Sie hatten den besseren Start und waren in der Anfangsphase das deutlich bessere Team. Bei der Arminia fehlte so ein bisschen die Genauigkeit und Präzision in der Anfangsphase. Jetzt war hier mit einem dummen Rauslauffehler und dann ist Uja da und versucht es erstmals. Aber Hesel mit der Klasse-Parade verhindert das 0:1 durch den Nigerianer. Dann kam Bielefeld nach knapp 10 Minuten mal nach vorne. Hier aber der Ballverlust in der Offensive und dann sehen wir die Defensivprobleme. Wiedwald kann den Ball nicht kontrollieren, schwach auf Galvez, der verliert den Ball. Lorenzen spielt nochmal weiter auf Ryan Gold, der Pfosten rettet. Das wäre direkt wieder ein schnelles Gegentor, ein dummes Gegentor gewesen für die Bremer, die auch hier wieder Probleme haben, den Ball hinten rauszuklären. Das hat aber doch bewerkstelligt bekommen. Es sah so aus, als ob Bielefeld hier als Favorit in die Partie gehen sollte und dieser Favoritenrolle gerecht wurde. Aber Wiedwald klärt hier den Ball und allgemein war das Problem der Bielefelder. Sie kamen nicht wirklich in den 16er, nur am 16er wurde es immer mal wieder gefährlich. Hier wieder eine Szene, Alessandro Schöpf auf Christensen, der versucht aus der Distanz, aber auch das nicht sonderlich gefährlich. Wiedwald kann den Ball relativ einfach aufnehmen, 35 Minuten durch. Die Arminia trotzdem das bessere Team. Sie versuchte alles nach vorne. Hier Nacho mit dem Ball auf Lorenzen. Der kommt aber gar nicht erst an. Es war wirklich problematisch. Hier erobert er sich den Ball aber nochmal wieder. Und zwar gegen Gebre Selassie. Kein Foul. Ist im 16er. Macht das klasse. Der Linksfuß zieht aber Wiedwald ist da. Es blieb beim 0:0. Und dann kamen die Bremer so ein bisschen in die Bedrängnis. Was für ein Schussversuch von Ryan Gold. Es wurde immer enger für die Bremer. Und es sah so aus, als ob die Arminia hier richtig drücken würde. Und das nächste Tor, beziehungsweise das erste Tor der Partie, definitiv auf ihrer Seite haben würde. Kurz vor der Halbzeit nochmal die Bremer in der Offensive. Das ist Eggestein mit dem Ball auf Johansson. Plötzlich ganz, ganz viel Platz. Zweiter Pfosten. Uja versucht's, aber Hesel relativ sicher mit dieser Parade. Das war kein großes Problem. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Das ist Bart Finne, der Norweger auf der Außenbahn gegen Gebre Selassie. Der Tscheche sieht nicht gut aus gegen Bart Finne. Ball zurück auf Angelino. Gute Flanke. Lorenzen kommt nicht ganz ran gegen seinen Ex-Verein. Bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Das war ein relativ unauffälliger Auftritt des Deutsch-Engländers. Und dann kam Bremen nach vorne. Die erste Aktion im zweiten Durchgang. Das ist der Ball nach vorne in die Spitze auf Anthony Uja.
Uja und der ist frei im 16er. Haut drauf, 1-0. Führungstreffer, 69. Minute. Der Nigerianer trifft und wie, was für ein strammer Schuss. Hesel ist noch dran, kann den Ball aber nur noch ins eigene Tor lenken. Ganz, ganz bitter für Arminia, waren das deutlich bessere Team. Und dann hat Bremen diese eine Chance im zweiten Durchgang und nutzt die gleich eiskalt aus. Da sieht man die Klasse, die die Bremer in der Offensive zumindest ab und zu nochmal haben. Uja macht das wunderbar, da kommt mal so nicht hinterher. Christensen ist zu spät und es steht 1-0. Ja, direkt versuchte Bielefeld zurückzukommen. Vestager klärt gerade so auf der Linie und der Nachschuss kommt dann gar nicht erst zustande. Sie bleiben aber am Ball dran und bringen den Ball nochmal heiß in die Mitte. Jedoch dann relativ easy geklärt von Yannick Vestergaard. Es sah so aus, als ob Bremen tatsächlich 3 Punkte einfahren sollte. Denn jetzt standen sie hinten ein bisschen solider. Dann der Ballverlust, das ist Tim Diersen, geht in die Offensive. Ball auf Ryan Gold und der weiter auf Melvin Lorenzen. Hätte vielleicht überlassen sollen für Kelechi hier. Nacho, das ist Alessandro Schöpf und gar nicht Lorenzen dann ummast und scheitert an Gebre Selassie. Der Ball wollte einfach nicht in den Kasten der Bremer. Die Flanke in den Rückraum, aber da steht dann ebenfalls keiner. Es war zum Mäusemelken. Bielefeld kam einfach nicht gefährlich vor den Kasten, beziehungsweise gefährlich genug vor den Kasten. Nochmal Tim Diersen, wir sind bereits in der Schlussphase. Diersen nach außen auf Kelechi, Ihea, Nacho und der versucht's und dann ist Wied weiter und dann das Foul gegen Ryan Gold. Das Stadion schreit Elfmeter, aber es gibt ihn nicht. Wir sehen es in der Wiederholung. Es war eigentlich ein klarer Elfmeter. Wiedwald trifft den Ball nicht, sondern nur den Schotten, der gar nicht protestiert. Das vielleicht der Fehler, so blieb es. Ja, beim 0-1 aus Sicht der Bielefelder und bei keinem Elfmeter. Letzte Chance der Partie nochmal Kelechi, Ihea, Nacho, der abgefälschte Schuss am Tor vorbei. Nochmal Eckball, wir sind bereits über die Nachspielzeit hinaus. Wolfgang Hesel, der Keeper der Bielefelder, ist mit vorne dabei. Ryan Gold mit der Flanke und da kommt keiner so richtig ran. Schöpf kann den Ball nicht kontrollieren. Das war dann die letzte Aktion der Partie. Pizarro nochmal auf dem Weg nach vorne, aber dann abgepfiffen und es war vorbei. Werder Bremen gewinnt also überraschend und nicht ganz verdient, aber glücklich auf jeden Fall in der Schüko Arena. Sie haben 3 Punkte gesichert und das ist sehr, sehr gut. Kein Gegentor kassiert, das ist vielleicht sogar noch besser, gerade für die Moral der Defensive der Hanseaten. Es war eine interessante Partie. Bielefeld hat den Ball aber nicht ins Tor gebracht. Vielleicht die Schwäche, die sie in der ersten Hälfte bzw. in den ersten paar Spielen der Saison gezeigt haben. Das muss wieder abgestellt werden, aber MGT wird mit seiner Mannschaft definitiv dran arbeiten. Bei Bremen muss man weiter genauso defensiv arbeiten, dann sieht das gut aus. 0-1 aus Sicht der Bielefelder zu Hause gegen Bremen. Ja, so haben wir uns das definitiv nicht vorgestellt. Bittere Niederlage gegen die Bremer. Das hätte normalerweise nicht passieren dürfen, ist aber nun mal passiert. Und damit müssen wir jetzt leben und weiter arbeiten. Es sollte in den nächsten Partien wieder besser werden. Gerade in der Offensive war das einfach nichts Zwingendes, beziehungsweise nicht zwingend genug. Und dementsprechend arbeiten wir am Abschluss von Ryan Gold. 72 ist auch nicht das Höchste, kann auf jeden Fall stärker werden bei unserem Zehner. Aber die Trainingsergebnisse sehr durchwachsen. Schöpf mit einem F, sonst Ds. Und nur Ryan Gold halt mit einem B. Wir spielen den Pokal übrigens gegen Heidenheim. Das ist das zweite Spiel für diese Episode. Ja, Lampe hat angeblich ein Gegenangebot erhalten, was totaler Schwachsinn ist. Und Sonko Sundberg, ja, der hat ganz wenig Bock auf der Bank zu sitzen und möchte deswegen wechseln, was ich verstehen kann, aber was irgendwo ja nicht anders geht. Momentan ist Haugan halt besser. Anton kommt noch davor, Schuppan haben wir theoretisch auch noch. Schuppan ist es, Börner ist es, glaube ich. Und Christen sind auch noch zusätzlich Tinjet, weil es ist schwer für ihn momentan und zwar sehr. Und deswegen, naja, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich ihn irgendwann verkaufen werde. Wir müssen ein bisschen umdisponieren. Jedwai hat sich mal wieder verletzt, fällt 3 Wochen aus. Vielleicht sogar die Chance für Sonko Sundberg. Er kommt zumindest mal auf die Bank. Börner weiter mit seiner schlechten Form nicht gefragt bei mir. Mal sehen, wann sich das wieder gelegt hat. Wachsen tut er sowieso nicht mehr, zumindest wahrscheinlich, obwohl er eigentlich auch gar nicht so viel Potenzial hat, wie er hier, glaube ich, erreicht hat. Aber mal schauen, ob der irgendwann noch mal zum Einsatz kommt. Jetzt spielen wir erstmal gegen Heidenheim im Pokal mit der A11, denn wir wollen ja weiterkommen und sollte man nicht dazu sein, auch vielleicht Schuld annehmen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Runde. Also gleich. Die Bielefelder zu Gast beim Zweitligisten aus Heidenheim und natürlich wollte der Außenseiter, der Zweitligist, heute eine Überraschung bzw. für eine Überraschung sorgen und den aufgestiegenen Zweitligisten, den ehemaligen Zweitligisten aus diesem Pokalwettbewerb rauswerfen. Das Ganze sollte alles andere als einfach werden. Letzte Saison hatte Bielefeld gerade gegen Heidenheim teilweise sehr, sehr gut ausgesehen und hatte ja auch in der zweiten Liga die wenigsten Gegentore kassiert. Da sich die Bielefelder weiterentwickelt haben und Heidenheim ungefähr auf dem gleichen Leistungsniveau stehen geblieben ist, sollte das natürlich noch schwieriger werden für die Heidenheimer heute ein Erfolgserlebnis zu feiern. Sie versuchten es auf jeden Fall mit Zimmermann, Krause, Wittek, Philipp, Feig, Teuerkauf, Griesbeck, Leipatz, Statterer, Vogelsammer und Morabit in der Startaufstellung. Bei Bielefeld allerdings die A11 auf dem Platz mit Hesel, Masur, Christensen, der den Verletzten Jedwa in der Innenverteidigung ersetzt, dann auch Augan daneben, Angelino, Diersen auf der 8, zurückgekehrt in die Mannschaft, Schöpf, Gold, Finne, Lorenzen und Kielecci, Iher, Nacho, die Offensive genauso wie jüngst beim 0-1 zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Das sollte heute wieder gut gemacht werden. Heiner Schnitt, die Schiedsrichter der Partie, pfiff das Ganze dann an und direkt am Anfang war bereits klar, Bielefeld wollte hier ja zeigen, dass sie deutlich besser sind, als sie zuletzt gemacht hatten gegen die Werderaner. Zunächst einmal versuchte
Bayern hinten rauszukommen. Das sah aber nicht sonderlich gut aus. Hier der Ballverlust gegen Marceau, dem Neuzugang. Ablösefrei gekommen vor der Saison. Das ist der Ball auf Kelechi Iheanacho. Und der mit dem angedrehten Schuss, Melvin Lorenzen, ist da. Und es steht 1:0, 10. Spielminute. Der frühe Führungstreffer für die Arminia. Und das war direkt mal die absolute Überrumpelung des FC Heidenheims. Da sieht man einfach den Klassenunterschied. Sie können weder Marceau stoppen, der den Ball in der Offensivbewegung irgendwie noch erobert. Iheanacho ist dann viel zu frei. Der Pfosten rettet und dann ist niemand bei Lorenzen. Und im Endeffekt haut sich Timmermann den Ball selber noch so ein bisschen rein. Ganz, ganz bitter. Ja, dieser Gegentreffer für die Heidenheimer hätte auf keinen Fall passieren müssen, ist aber passiert. Und sie taten sich auch schwer, ehrlich gesagt, zurückzukommen. Denn natürlich hatte Bielefeld jetzt die Führung im Rücken, hatte genau das erreicht, was sie wollten. Und gerade für Lorenz natürlich ein wichtiger Treffer. Letzte Saison Torschützenkönig in Liga 2. Hier beweist er gegen diese Teams, kann das einfach richtig, richtig gut. Es ging weiter mit den Bielefeldern, dass Angelino, der argentinische Linksverteidiger, Ball nach außen auf Melvin Lorenzen und der will seinen Sturmpartner diesmal einsetzen. Kelechi Iheanacho kommt aber nicht an den Ball ran. Es sah trotzdem so aus, als ob die Bielefelder das Spiel komplett im Griff hatten. Wenn Heidenheim nach vorne kam, dann sah das meistens so aus, dass der Ball verloren wurde. Ball auf Tim Diessen, ehemaliger Hannoveraner, nach vorne in die Spitze und zwar auf Ryan Gold. Die Leihgabe von Sporting Lissabon wartet aber viel zu lange und wird dann sogar noch abgegrätscht. Es gibt den Eckball, aber kein Elfmeter und auch kein Tor. Zunächst einmal für die Bielefelder. Die Ecke kommt dann rein und da steht Eric Hogan und köpft den Ball übers Tor. Das war eine ganz, ganz knappe Situation. Schade auf jeden Fall für die Arminia. Anschließender Eckball, beziehungsweise ein paar Minuten später wieder Eckball und diesmal am Tor vorbeigeköpft von Kelechi Iheanacho, der Nigerianer bisher mit zu wenig Glück im Abschluss. Er ist der Pfostenschuss und jetzt dieser Kopfball. Es ging weiter mit der nächsten Flanke von Alessandro Schöpf. Die kommt rein und Eric Hogan ist da. Nochmal Tim Diessen im 16er. Klasse Parade von Zimmermann. Er hielt seiner Mannschaft das 0:1 fest und damit die Chancen weiterzukommen. Aber sie nutzten sie gar nicht. Sie bekamen nämlich gar keine Chancen. Bielefeld war weiterhin das deutlich bestimmte Team und direkt nach der Pause gab es die nächste Chance. Alessandro Schöpf ist das mit dem Ball wieder auf Iheanacho, der sehr auffällig war, aber einfach zu wenig Glück im Abschluss hatte. Flanke auf Lorenzen, aber der köpft am Tor vorbei. Es blieb beim 0:1, aber trotzdem war natürlich die Arminia stärker. Wenn es zu Chancen kam, dann sah das so aus. Vogelsammer gegen Organ und das einfach klasse gemacht vom jungen Innenverteidiger der Norweger. Vor der Saison gekommen von Olympique Marseille. Macht bisher einen super Job, wird dann hier sogar noch gefoult, zieht den Freistoß und im Endeffekt ergibt sich daraus diese Chance. Ryan Gold mit dem Ball in die Spitze, perfekt gespielt. Das ist Melvin Lorenzen im 16er, 11 Meter vor dem Tor, den lässt er sich nicht nehmen. 2:0 für die Arminia, 65 Minuten durch und die Partie ist entschieden. Klasse gespielt von Ryan Gold, uneigennützig quergelegt auf Melvin Lorenzen, der deutlich schneller ist als der Schott und den besseren Laufweg in der Situation hatte. Es ist natürlich kein Abseits, weil das Ganze aufgehoben wird vom Linksverteidiger der Heidenheimer und dann ist Zimmermann wieder chancenlos und es steht 2:0. Also die Partie hier auf jeden Fall entschieden und durch. Trotzdem gab sich Heidenheim nicht auf, machte ein bisschen auf und ja, wurde dann ausgekontert. Das ist wieder Lorenzen, der scheitert. Diesmal war ein gut reagierender Zimmermann. Es sollte noch nicht so wirklich sein mit dem 3:0 und vor allem nicht mit dem Doppelpack. Dem Hattrick natürlich, Entschuldigung, von Melvin Lorenzen. Leipert damit der gefährlichsten Chance für die Heidenheimer. Dieser Freistoß aber nicht sonderlich gefährlich. Nach 85 Minuten das Highlight der Partie aus Sicht des Zweitligisten. Dann nochmal die Arminia. Ball nach vorne auf Kelechi Iheanacho, der sich da klasse durchsetzt. Geht in den 16er, aber dann muss er über die Grätsche springen. Lässt sich nicht fallen, sehr sportlich. Aber halt die Chance vergeben und dementsprechend ist es ihm nicht vergönnt, ein Tor zu machen. Trotzdem ist die Arminia in der nächsten Runde sehr souveräner Auftritt des Aufsteigers gegen den Abstiegskandidaten in Liga 2. Das war gerade für die mitgereisten Fans auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung. Von Heidenheim war nicht wirklich viel zu sehen von der Arminia. Umso mehr Melvin Lorenzen als Doppeltorschütze erfolgreich. Dementsprechend der Matchwinner in dieser Partie. Aber auf jeden Fall darf man nicht vergessen, dass Kelechi Iheanacho eigentlich den Sieg eingeleitet hat mit seinem frühen Pfostenschuss. Er hat eine gute Partie geliefert. Das Glück, ein Tor zu schießen, war ihm nicht vergönnt. Vielleicht in den nächsten Partien der Nigerianer wird Lorenzen verzeihen, dass er heute der Erfolgreiche war. Bielefeld gewinnt 2:0 gegen Heidenheim. Ja, ich würde sagen, da sind wir doch relativ souverän in die nächste Runde des Pokals eingezogen. Also ein 2:0 gegen Heidenheim ist eigentlich genau das Ergebnis, was ich mir erwartet hatte. Und das haben wir eigentlich auch ganz gut in die Tat umgesetzt. Natürlich schade, wie gesagt, dass Kelechi Iheanacho nicht getroffen hat. Aber ich denke mal, wie ich gerade schon gesagt habe, er wird Melvin Lorenzen verzeihen und in den nächsten Partien bestimmt wieder angreifen und versuchen, die nächsten Tore halt für unseren Verein zu erzielen. Wir haben eine Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt, die werden wir uns auf jeden Fall nochmal antun davor. Gucken wir nach, was uns der Scout-Bericht so liefert, aber da ist natürlich mal wieder, wie eigentlich immer, nicht so Interessantes dabei. Und ich denke mal, dementsprechend können wir das, gerade weil sowieso keine Transferphase ist, eigentlich vergessen. Ich glaube, ich habe den Enovali da gescoutet von Düsseldorf, einfach weil er relativ interessant aussah, aber naja, im Sturm sind wir sowieso überbesetzt, von daher brauchen wir da eigentlich nichts und ansonsten die Pressekonferenz habt ihr gerade gesehen, jetzt gucken wir nochmal die Tabelle an, aber ansonsten war es das eigentlich schon von dieser Episode. Ich kann euch nur sagen, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst einen Daumen nach oben da, ich habe es gerade schon gesagt, dieser Karrieremodus bedarf besonders eurer Unterstützung und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat und wir sehen uns dann, wie gerade bereits angedeutet, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein,
und ciao.